ein blödes Signal, ein falsches Signal. Wir sind bei der CDU in Bielefeld und treffen uns mit dem Bundestagskandidaten Michael Weber. Michael Weber ist ein ausgewiesener Sozialpolitiker, lange in der CDA aktiv. Herr Weber, wenn Sie nach Berlin gehen, in den Bundestag, wenn es mit dem Direktmandat wahrscheinlich, Sie brauchen wahrscheinlich das Direktmandat, weil die Liste nicht so weit zieht, wenn das klappen sollte, was wollen Sie für Bielefeld im Bundestag tun? Also es gibt eine ganze Reihe von Themen, die ich auf der Tagesordnung habe, werde ich in Berlin für Berlin gewählt werde. Aber ich denke, dass es das Wichtigste ist, dass wir für Bielefeld die medizinische Fakultät an der Universität umsetzen. Das ist im Regierungsprogramm der nordrhein-westfälischen Landesregierung unter Schwarz-Gelb jetzt tatsächlich etabliert. Aber es gilt es nicht nur aus der Landesebene voranzutreiben, sondern eben auch die bundespolitischen Finanzen zur Verfügung zu stellen. Und das ist ein wesentlicher Ablauf, der auf Bundesebene tatsächlich passieren muss. Jetzt ist der Wahlkreis in Bielefeld traditionell eigentlich eher links, aber es splittet sich halt sehr auf. Es gibt hier halt die Besonderheit, dass die Grünen sehr stark sind, weil hier die grüne Spitzenpolitikerin Britta Hasselmann ihren Wahlkreis hat. Das nimmt der SPD oder dem linken Milieu Stimmen weg und insofern kann die CDU davon profitieren. Das ist auch so ihr Ansatz, um stärker zu sein als ihre SPD-Konkurrentin. Das ist der eine Ansatz und mein Ansatz ist natürlich auch, die eigenen Leute zu mobilisieren. Ich denke, dass uns das in der Vergangenheit gut gelungen ist und darauf aufsetzend möchte ich das auch für die Bundestagswahl jetzt vielleicht in einem noch stärkeren Maß erreichen. Wir haben gut motivierte Mitglieder, nicht nur in der Jungen Union, sondern auf der gesamten Alterspyramide in der Bielefelder CDU. Und von daher denke ich, dass wir da eine sehr gute Chance haben. Vielen Dank, Herr Weber.